Gute Morgen, liebe Eltern. Mein Name ist Jeff Buchschgraf und ich bin Enseignant-Orienteur am Lycée Edward Steichen. In diesem Video erkläre ich euch das System von der Cours de Base und der Cours Avancé am ersten Zyklus vom Enseignement Secondaire Général. Ihr Kanner sind nur am zweiten Jahr vom Secondaire. Am Deutschen, am Französischen und an der Mathe sind sie an Cours de Base und an Cours Avancé angedeilt. Dabei bleiben sie eben an ihrer Klasse. Profen differenzieren intern oder extern. Ihr habt euch das Promotionssystem, das erste Punktesystem und den damit verbundenen System von der Cours de Base und der Cours Avancé mehr genauer erklären, will ich euch zwei Sätze zu der Orientation am ersten Zyklus vom ESG schwätzen. Wie ihr vielleicht sicher wisst, müssen Erkanner sich nur das HKMG für eine Sektion oder eine Ausbildung entscheiden. Frohe wie, was sind meine Talente, was will ich ein Karriere geben oder was sind Berufe von der Zukunft, kommen an den nächsten Jahren, ob er nach jung kann, zu. Aus dem Grund denken wir, dass wir alle zusammen, Schüler und Schülerinnen, Enseignanten und auch die Leifälteren, das große Frohe Schritt für Schritt umgehen und dafür als ersten Übergang von der Sisiam auf Zeinkiam an holen. An all Lycée zu Lützburg schafft eine Gruppe, die sogenannte Cellule d'Orientation, unter anderem darum, Aktivitäten zu planen und durchzuführen, die Erkanner auf ihrem Weg an Zukunft begleiten. Es ist also ganz wichtig, dass dabei alle einzelnen Schülerinnen und alle einzelnen Schüler am Mittelpunkt steht, seine Stärken und Talente, seine Interessen, aber auch die Herausforderungen, die die Schule mit sich bringt. Konkret Spuren haben erlebt als Arbeit am Stundenplan von den Schülerinnen und Schülern, da, wenn sie ihre Layer-Coach gesehen, in Oscar-Kurs aussteht oder sie ihr Schnupperstage machen. Am Folgenden werfen ich einen Blick auf die Promotion am Enseignement Secondaire Général, wobei vor allem das System von der Cours de Base und der Cours Avancé am Mittelpunkt steht. Auf der CCMG sind alle Schülerinnen und Schüler am Deutschen, Französischen und an der Mathe meistens noch bei ihnen, mit ihr Enseignant und erreicht nach ihre Leistungen auf zwei Niveaus, dem Niveau de Base und dem Niveau Avancé. Dieses System ist eine Chance für alle Schülerinnen oder Schüler. Also er kann zum Beispiel talentiert an der Mathe und am Deutschen, aber nicht so stark am Französischen. Da geht es Lo an den zwei ersten Fächer am Cours Avancé gefordert. Am Französischen wird ihm am Cours de Base geholfen und es wird am mehrigen Rhythmus gefordert. Trotz seiner Schwäche oder einem Rückstand an einem Fach kann er kein CV machen. Dieses System ermöglicht ihm nur eine bessere Differenzierung vom Lehren. Englisch geht auf der CCMG an engem Cours, der Test ohne Cours Avancé und Cours de Base erreicht. Der Frode ist vielleicht, wie er kann, da er einem Niveau entsprechend an engem bestimmten Fach schaffen kann. Ich weise nicht am Folgenden ein Beispiel aus der Mathe. Grundsätzlich gilt, die Inhalte, Bücher und Kurse sind quasi identisch am Cours de Base und am Cours Avancé. Für die Schüler am Cours de Base sind das eine und da geht mehr Zeit für Wiederholungen oder den einen oder anderen mehr leichten Exercice zu machen. Prüfungen dagegen unterscheiden sich leicht. Aufgeprüft gibt es zwei Drittel von den Punkten dieselben Inhalte. Ein Drittel unterscheidet sich, das für die Schülerinnen und Schüler am Cours de Base mit wiederholenden Aufgaben zu fördern und Schülerinnen und Schüler am Cours Avancé mit mehr anspruchsvollen Aufgaben zu fordern. Da stellt sich bestimmt auch die Frage, wie er kann, dass er an einem Cours Avancé bleibt oder vom Cours de Base an den Cours Avancé kann wechseln. Es ist das Kompetenzniveau an einem Fach, den das entsteht. Generell gilt, hat ein 30 von 60 an einem Fach, da bleibt ein ob das HKMG am Cours Avancé. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, dass der Conseil de Klasse, alter Senior von einer Klasse und Direktion, kann entscheiden, dass zum Beispiel eine Schülerin oder ein Schüler, den sich gut drüben hat, den immer mitschafft, interessiert ist, als eine Hausaufgabe möchte, mit 37 von 60 am Cours de Base, der Cholia Drop an der Cours Avancé könnt. Ein kurzer Ausblick, ob ZNKMG weist, dass auch um alles sich andere kann. Das hängt alles vom Fleiß und von der Ausdauer von ihrem Kant auf. So kann eine Schülerin oder ein Schüler, den das ganze Jahr am Cours de Base gut schafft, ob Vierschlag für seine Profe für ZNKMG an der Cours Avancé wechseln. Denglisch, geht ob das CCMG noch nicht nur dem System von der Cours Avancé und Cours de Base erreicht. Eine Schülerin oder ein Schüler, den am Englischen 40 von 60 kriegt, als ob das CCMG am Cours Avancé.
Wir sind immer bemüht, die pädagogische Richtung oder die Klasse zu finden, wo er Kind sich wohlfühlt und wo er seine Fähigkeiten entsprechend kann lernen. Aus dem Grund ist es möglich, dass immer am Verständnis von den Eltern, ein Schülerin oder ihr Schüler, immer am Cycle inferior in Klasse wiederholt oder an Wort der Präparation immer orientiert wird. Wenn die Resultate von einer Schülerin oder einem Schüler exzellent sind, kann auch eine Umorientierung an der Sekundärklassik diskutiert gehen. Um Ende von der 5MG werden diese Überlegungen für alle als Schülerinnen und Schüler wichtig gehen. Dann entscheidet der Conseil de Classe auf Basis der Resultate, ob es für eine Schülerin für eine Errichtung von mehr einer theoretischer oder mehr einer praktischer Ausbildung geht. Entscheidend dabei sind aber nicht nur mit Punkten, mehr auch dem Schüler seine Arbeitsmoral, die Forderungen von einer bestimmten Sektion an dem Schüler seine Zukunftsplan. Ich hoffe, ich konnte euch viel von Ihrer Frage beantworten. Wenn nicht, zeigt nicht und kontaktiert mich. Adi, bis geschwind.